Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Top 10 auf unserem Kanal. Diesmal geht es um die 10 besten animierten DC-Filme, denn während DC im Live-Action-Universum so seine Probleme hat, sieht das im animierten Bereich doch schon ganz anders aus und die Filme erfreuen sich sogar einer großen Beliebtheit. Ich habe nicht alle, aber doch sehr viele von ihnen gesehen, fast 40 an der Zahl, und von einigen sogar die Comics gelesen, was natürlich nichts daran ändert, dass das hier nur meine persönliche Top 10 ist. Ihr dürft natürlich gerne am Ende euren Senf dazugeben. Also, los geht's! Der Anfang in dieser Liste macht Gotham Knights aus dem Jahre 2008, in dem 6 Kurzgeschichten über die Entwicklung von Batman die Laufzeit von 76 Minuten rechtfertigen, wobei jede einzelne Episode einen anderen Zeichenstil in Anspruch nimmt. Inhaltlich sind die 6 Kapitel durchaus schwanken, doch hinter jedem einzelnen Stil dieser Geschichten stehe ich voll und ganz dahinter und muss zugeben, dass ich durchaus 2 bis 3 der animierten Stile gerne als Langspielfilme gesehen hätte. Der Film wird nicht oft in so einer Liste auftauchen, doch mir hat er immer wieder Spaß gemacht und ist absolut kurzweilig, deswegen mein Platz 10, Gotham Knights. Der nächste ist ein durchaus neuerer Beitrag und für mich insofern wichtig, dass eben mal nicht in irgendeiner Weise Batman drin vorkommt, denn der kommt zugegebenermaßen sehr häufig vor. Was irgendwie klar ist, aber es geht eben doch anders. Knights and Dragons zeigen uns den DC-Anti-Helden Deathstroke, einmal als Killer-Söldner und auf der anderen Seite als Familienvater Slade Wilson. Nicht zu verwechseln mit White Wade Wilson. Der Film zeigt den Konflikt zwischen seinem privaten und, nennen wir es mal, Berufsleben und reizt sein FSK 16 komplett aus. Vor allem wünsche ich mir mehr Filme mit anderen Helden oder auch Bösewichten, die nicht gerade Batman oder Joker heißen, denn die gibt es zuhauf und genau deswegen sorgt dieses Machwerk für ausreichend Abwechslung. Mein Platz 9, Knights and Dragons. Platz 8 geht an dieses Crossover, bei dem Kinderträume wahr werden. Der dunkle Ritter trifft auf die Teenage Mutant Ninja Turtles, da diesmal keiner von ihnen die bevorstehende Bedrohung alleine bewältigen kann. Und wir bekommen wirklich alles. Batman, Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello, Shredder, Bane, Joker, Ra's al Ghul, Batgirl, Mr. Freeze, Alfred, Robin, Two-Face, Spectre, Stockman, den Pinguin, Gordon, Poison, Ivy und Harley Quinn. Es bleibt kaum ein Wunsch offen und hat man sich erstmal an die Animationen gewöhnt, wird man eine Menge Spaß mit diesem Film haben und bekommt zusätzlich noch einen sehr coolen Soundtrack auf die Ohren. Diese Platzierung gehört zu Killing Joke, der die Herkunftsgeschichte des Jokers ein wenig durchleuchtet. Er wird zwar seiner Comicvorlage nicht ganz gerecht, und auch wenn er sich doch im Grunde ziemlich an diese hält, gibt es einige Abweichungen, wie ein Prolog zu Batgirl, um den Film auf Langspielzeit zu bekommen. Trotzdem ist er durchaus gelungen und besticht allein durch sein absolut nötiges R-Rating. Die beiden Charaktere im Kontrast sind eigentlich fast immer eine sichere Bank, und gerade die Endszene des Films ist ein Zeichen und gibt nochmal eine andere Sichtweise der Beziehung zwischen Batman und dem Joker-Preis. Platz 7. Die nächste Platzierung geht an Suicide Squad, Hell to Pay. Und man könnte meinen, der grundlegende Handlungsstrang ist dem des Kinofilms extrem ähnlich. Und ja, in der Tat zeigt er viele Parallelen auf. Doch wenn ein Animationsfilm besser ist als der eigentliche Kinoblockbuster, ist das schon erschreckend und macht klar, dass einiges hätte anders laufen müssen. Wir bekommen hier Blut, markige Sprüche, eine gerade Handlung und eine für im DC-Animated-Bereich ungewohnt lange Laufzeit von 86 Minuten. Und diese Zutaten reichen mir aus für eine Platzierung in dieser Top 10, und zwar Platz 6. Mortal Butcher. You didn't sign up for anything. Superman ist tot. Als ganz Metropolis in Gefahr ist, endet eine Schlacht zwischen Superman und Doomsday tödlich für den Mann aus Stahl. Die Trauer der restlichen Justice League-Mitglieder ist groß, die Welt in Schockstarre, und dennoch wird bald nach einem Ersatz gesucht und 4 neue Superhelden streiten darum, wer der nächste Superman werden wird.
Platz 5 und 4 fiel mir nicht leicht, denn eigentlich ist Death of Superman großartig und war seit langem wieder so etwas richtig Starkes. Warum diese Verfilmung des Comics nur auf Platz 5 landet, liegt an Reign of Superman des Zweiteilers, der meiner Meinung nach noch gut ist, aber deutlich hinter den ersten liegt. Doch als Gesamtwerk hat er sich diesen Platz in der Top 10 auf jeden Fall verdient. Dieser Beitrag ist wieder so ein Fall, der Abwechslung in die Animated-Filme reinbrachte. Mit John Constantine hat man eine unverbrauchte Figur und thematisch hält man sich an Dämonen und Okkultem fest. Der Stil des Films ist wirklich schön anzusehen und passt gut zu einer Welt voller Schatten und dunkler Magie. In den Justice League Dark-Filmen kommt eben auch, klar, Constantine vor, aber gegen ein weiteres Solo-Abenteuer des nicht ganz jugendfreien Exorzisten hätte ich persönlich nichts. Deutlich düsterer und dunklerer. Mein Platz 4, City of Demons. Was für ein Ritt! Red Hood, eine Figur, die ich nebenbei erwähnt sehr mag, taucht wie aus dem Nichts in Gotham City auf und fängt an, aufzuräumen. Mit der Effizienz von Batman, jedoch ohne dessen ethischen Kodex. Zwischen den Fronten natürlich der Joker. Für Nichtkenner der Comics könnte der Film für einige Überraschungen sorgen und es brauchte gerade mal 76 Minuten, um diesem Brett Gewicht zu verleihen. Action, Tempo und wendungsreich, eine absolute Empfehlung und mein Platz 3, Under the Red Hood. Wir nähern uns dem Ende und ging es um die stärksten Comics, wäre dieser wohl auf Platz 1. Flashpoint Paradox spielt mit dem Multiversum, bringt uns einen verbitterten Thomas Wayne statt Bruce, einen weiblichen Joker und ein durchaus wirklich emotionales Ende. Trotzdem hat der Comic mich irgendwie noch mehr gepackt, vielleicht weil ich ihn vor dem Film gelesen habe, wer weiß. Das ändert aber nichts daran, dass die Umsetzung durchaus sehr gelungen ist und damit die Silbermedaille bekommt. Platz 2, Flashpoint Paradox. Wir sind beim Finale und das Ding macht Batman. Der Zweiteiler The Dark Knight Returns ist für mich unangefochten auf Platz 1. Hier stimmt einfach alles. Die Story natürlich, basierend auf den Comics von Frank Miller. Die Atmosphäre, ein abgekämpfter Batman, Gewaltspitzen, ein Soundtrack wie ein Faustschlag. Ein Animationsfilm, der schlichtweg episch ist, mit einer Gesamtlaufzeit von 154 Minuten. Und im Gegensatz zu Death of Superman ist hier der zweite Part noch besser und legt noch ein paar Schippen obendrauf. Hier hat man bei der Umsetzung für mich persönlich alles richtig gemacht und es damit verdient auf Platz 1. The Dark Knight Returns. Abschließend muss ich sagen, dass man mit den Animated-Filmen von DC tatsächlich selten etwas falsch macht. Auch Year One, die Son of Batman-Trilogie oder diverse Justice League-Umsetzungen sind mehr als sehenswert. Aber mir persönlich dann manchmal zugegebenermaßen einfach zu viel Batman, da ich gerne auch unverbrauchte Figuren sehe, wo das Potenzial nicht genug ausgeschöpft oder genutzt wird. Figuren von DC, die Abwechslung bieten und davon gibt es mehr als genug. Die zwei Green Lantern-Filme sind sehenswert, aber da geht einfach mehr. Selbiges gilt für die gerade mal zwei Wonder Woman-Beiträge. Ich könnte endlos Figuren aufzählen, von denen ich gerne Filme sehen würde, statt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und Batman und Superman in endlosen Verfilmungen vorkommen zu lassen. Welche Figuren würdet ihr gerne im DC-Animate-Bereich sehen oder welche Filme hättet ihr in die Top 10 gewählt? Schreibt es doch in die Kommentare, lasst ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!